Eieieiei. Willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot und ich sehe, meine beiden Kumpanen sind in der Pokémon-Liga schon weit gekommen und überlassen mir das Finale. Ja, leck mich, du am Arsch, du. Das Team ist im... Hä? Schaut das so schwul aus? Das Team ist im A... Nee. Ist es gar nicht mal. Markus hat es scheinbar gut geheilt nochmal, aber mich wundert, sie haben fast gar kein Level erreicht. Hä? Haben die sich durchgecheatet oder was? Okay. Also, der Champ, gegen den wir gleich antreten werden, wird mit Sicherheit höhere Level haben als wir. Zapdos an erster Stelle ist eine gute Wahl, weil, soweit ich weiß, fängt er an mit Garados. Gut, ich check nochmal die Items ab und dann, ja, geht's ab. Okay, Top Genesung, Top Beleber. Okay, schaut nicht schlecht aus. Wird auf jeden Fall ein Act. Siegfried! Ich habe bereits von dir gehört, Sikonas. Du stalkst Let's Play Markus Galkind und Rubini Shara und willst mir Parts. Das geht nicht. Ich werde das verhindern mit meinen mystischen Drachen-Pokémon. LPA haben keine Verpflichtung, sei dir das gesagt. Sie sind unbesiegbar und du kannst mit deinen Drohungen nichts erreichen. Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier und auch auf YouTube, denn Galkind wird jeden deiner Arcs blockieren, Sikonas. Und da kommt das Finale. Mit meinen Inspirationen. Siegfried und seine Drachen-Pokémon. Ja, leck mir Morscher, das wird hart. Wir haben eigentlich nur Gardos Eisstrahl und das ist nicht wirklich stark. Wir müssen gucken, ob wir irgendwie über andere Typmöglichkeiten an Siegfried rankommen. Gardos sollte kein Problem werden mit Donnerblitz. Take that! Bam! Vierfache Effektivität wegen Wasser und wegen Flug. Im Klartext keine Chance. Ja. Doch was kommt jetzt? Kommt der große Schauder? Nein, es kommt Aerodactyl. Ist ein Gesteinsflug-Pokémon. Gestein ist normal gegen Elektro. Und Flug wäre sehr effektiv. Wir hätten also eine zweifache Schwäche. Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Ja, aber... Da ist Step drauf. Also bleibe ich bei Benny? Nein. Event... Ja, nee, zu unsicher. Gebe auch eine Möglichkeit. Eisstrahl wäre vierfach Effektivität, aber der Spezialangriff ist zu niedrig und ich glaube, dass eine... Oder, guck mal. Garados hat einen Spezialangriff von momentan 104 und Zapdos hat einen Spezialangriff von... 172. Oh, jetzt müsste ich echt irgendwie den originalen Rechner rauspacken und rausfinden, was stärker Effektivität ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Zapdos mit seinem Donnerblitz besser dabei ist als Garados mit seinem Eisstrahl. Wenn sich irgendwelche Experten da mit dieser Rechnung auskennen, dann können sie in die Kommentare schreiben. Nein, Garados wäre stärker oder ja, du hast es richtig gemacht. Aber ich bleibe bei Zapdos. Das Problem dabei ist nur, na wobei das Problem hätten wir bei beiden. Eine Gesteinsattacke ist sowohl effektiv gegen Garados als auch gegen Benny. Aber Zapdos ist eigentlich ein schnelles Pokémon und deswegen habe ich die Hoffnung, dass Donnerblitz trifft. Wir können natürlich spekulieren und Donnerwelle einsetzen, aber ich vertraue auf deine Kraft und er ist leider langsamer. Oh, das ist eng. Goddammit. Wir sind arg geschwächt. Komm schon, ein Volltreffer, Mann. I like that! Er ist down. Aber es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Denn jetzt kommt... Na, immer noch nicht. Aber es kommt Dragonier. Und bei Dragonier werde ich wechseln zu Garados. Jetzt kommen wirklich die reinen Drachen-Pokémon, wo wir nur noch mit Eis irgendwie eine Chance haben. Also Garados darf nicht down gehen. Auf gar keinen Fall. Leider kann der auch kein Blizzard... Aber Drachentanz, soll ich das riskieren? Was könnte der mir antun? Ah, da kann Donnerblitz mit Sicherheit, ne? Kann, ja, das wäre vierfach Effektivität. Das kann ich nicht riskieren, dass ich Donnerblitz einstecke. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das schafft, verdammt. Es hilft nichts, wir müssen Vertrauen haben. Eisstrahl. Ich glaube nicht, dass es reicht. Nein!
Bitte kein Donnerblitz! Okay. Es ist kein Donnerblitz, immerhin. Wir können ihn jetzt besiegen. Ah, warum habe ich nicht da Hunter jetzt eingesetzt? Mensch! Er hätte mir jetzt mehr Power. Wobei, Quatsch. Drachentanz erhöht nur physischen Angriff und Initiative. Aber nicht Spezialangriff. Von daher hat es gar keinen Sinn, dass wir jetzt hier rumlabern. Also nochmal Eisstrahl. Und weg. So, das ist gut. Habe ich gar nicht bedacht. Der Drachentanz nützt mir ja gar nichts. Aber wenn der Dragon hier schon nicht geschafft... Ach, es kommt noch eins. Alter, was geht? Wenn der Dragon hier schon nicht schafft mit einem Eisstrahl, wie soll denn das dann bloß werden bei dem letzten Pokémon? Na gut, haut drauf, wir haben eh nichts anderes. Wäre schön, wenn wir Blizzard hätten, ey. Das ist genau das, was ich meinte. Eisstrahl trifft zwar öfters und ist eine gute Eisattacke, aber für sowas braucht man Blizzard. Und die ist eingefroren! Und dann ist er nämlich weg. Er kann sich nicht bewegen. Okay. Leider ist Eis... Ja, schnell wieder weg. Wollte ich gerade sagen. Aber wir können ihn besiegen mit Eisstrahl. Ich glaube, er wird einen Trank einsetzen. Nein, er setzt keinen Trank ein. Das wundert mich. Aber schon mal will er die Tränke für sein letztes Pokémon und somit auch sein stärkstes Pokémon aufbewahren. Und das ist berechtigt. Denn das letzte Pokémon hat's drauf. Es ist Dragoran, selbstverständlich. Und ich glaube, der ist sogar auf Level 60. Oh mein fucking Gott, tatsächlich. Gegen den können wir absolut nichts machen. Und ich garantiere euch, er wird uns ownen. Ich kann nichts tun. Wenn ich Gyarados heile, hat er den Zug, macht wahrscheinlich Donnerblitz und ich bin sowas von tot. Ich kann nur hoffen, dass ich eine verdammte höhere Initiative habe, aber ich glaube nein. Was hat der für eine Initiative wert? Gyarados hat eine Initiative von... Leider weiß ich auch nicht, wie die Initiative von Dragoran ist, aber die Initiative ist nur bei 117 und das ist nicht so gut. Es ist, ja, es ist ein normaler Wert, aber es könnte besser sein. Wir können also wieder nur beten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir nicht schneller sind. Nein, sind wir auch nicht. Aber er verschwendet seinen Zug mehr oder weniger mit Eisstrahl. Es kann ja zwar nicht mehr eingefroren werden oder so, aber das ist mir scheißegal. Weil Eisstrahl ist stark genug. Es wird ihn wahrscheinlich zum gelben Bereich bringen, ja. Jetzt kommt es drauf an. Ah, scheiße, er hat eine Beere. Nein, das mit der Beere ist gut. Denn durch die Beere ist Siegfried jetzt zu dumm und setzt keinen Trank ein. Das ist so ein kleiner Bug in den früheren Editionen. Dann fühlt die sich nämlich zu sicher. Es wäre natürlich viel schlauer, wenn er jetzt einen Übertrank einsetzen würde. Weil dann könnte er nochmal den Zug einstecken von mir. Aber in dem Fall würde er bei dem Eisstrahl down gehen. Das tut er auch. Wenn seine Attacke nicht allzu stark ist und das ist normal effektiv. Das reicht niemals. Ist der dumm. Oder kann der überhaupt Donnerblitz? Anscheinend kann er gar nichts. Dann ist weg. Got on. Yeah. Es ist vorbei. Unfassbar. Du hast es wahrlich geschafft. Das darf nicht sein. Ich muss mich beugen und sagen, mehr Parts. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Sekonas. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Aber bestimmen über Elpea kannst du dennoch nicht. Sieh es ein. Vor allem, weil es noch eine Herausforderung zu bestehen gibt. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Google, der Chef von YouTube. Auch er sagt... Nicht mehr Parts. Nun liegt es an dir, gegen Google zu kämpfen. Galkind wäre gerne an deiner Stelle. So ist es. Aber gewissermaßen bin ich es ja auch. Ich und Sekonas ist eine und dieselbe Person. Also natürlich nicht im Real Life, nein. Aber Ziki, du schaust dir mit Sicherheit zu, ist mir ganz klar. Ich würde dich gerne mal im Real Life sehen. Was hättest du eigentlich... Oder was würdest du denken, wenn es mal ein... ja, besonderes Abonnenten-Special gäbe? Wo es sozusagen ein Live-Interview mit Sekonas gäbe. Also ich würde dich in Mainz besuchen und ein Live-Interview machen. Wäre doch endgeil, oder? Also schreib mir mal in den Kommis mit deinem 20. Akt, wie du das finden würdest. Also ich fände das echt ein super Job, Mann. Ich würde dich sowieso mal gerne im Real Life sehen. Also echt, also... Ohne Schmal, ey. Wäre echt episch. Nee, zurück zum Topic. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einen Kampf und der ist noch schwieriger. Und erstmal werde ich mein Team heilen, aber ich habe hier nur Schrott. Gibt's nicht irgendwie so einen lächerlichen Supertrank oder sowas? Okay, jetzt ist es auch schon Wurst. Dann Top-Genesung für Zapdos. Wir haben eh nur zwei Pokémon gebraucht und die haben sogar beide eine Top-Genesung nötig. Und
auch für dich eine Top-Genesung. Jetzt ist halt die Frage, brauchen wir AP? Was habe ich denn besonders genutzt? Eisstrahl habe ich genutzt. Werde ich das nochmal brauchen? Null Ahnung. Ist egal, wir brauchen die ganzen dummen Items nicht mehr, also werden wir sie auch verwenden. Top-Elixier füllt die AP einer Attacke ganz auf. Oder sogar von allen Attacken. Das mache ich jetzt mal bei Garados. Und der Rest passt eigentlich. Was haben die für Items? Weil der letzte Kampf ist halt echt scheiße schwer. Okay, Zapdos hat nix. Der hat nix. Flinkklaue, nichts. Holzkohle, nichts. Sag mal, was seid ihr für Trottel, Mensch? Gehen die hier in die Liga, ohne denen irgendwas zu geben? Aber wir haben auch nichts dabei, ne? Ja, ist das Problem. Lass nochmal durchgucken, ey. Das sind Prozente, die auch nochmal was zu sagen haben. Wobei, wahrscheinlich befindet sich das meiste auf dem PC oder so. Nee, da kann man nichts mehr machen. Nee. Okay, dann haben wir gar keine andere Wahl. Ich weiß nicht, welches Pokémon zuerst kommt. Doch, ich weiß, welches Pokémon zuerst kommt. Und da ist Zapdos wieder an der richtigen Stelle. Lass es uns tun! Gegen Google! Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Zikonas. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Die YouTuber, die können mir nichts. Ich bin der Chef und das neue Design, das wird durchgesetzt. Ah, während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Die, die es schaffen können, YouTube gegen das Fernsehen aufzubringen. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen, ich bin der Champion! Okay. Google dreht durch. Und es kommt Tauboss. Auf Level 59 ist aber an sich ein schwaches Pokémon und hat gar keine Chance gegen mein Zapdos. Donnerblitz. Er wird wahrscheinlich schneller sein. Ja, gut. Aber ich hoffe, Zapdos, dass seine Attacke treffen wird. Danke. Denn das reicht 100 Pro. Besiegt. Da muss man kein Hellseher sein. Aber alles, was jetzt kommt, ist schon hart. Was kommt denn? Oh Gott, Rizeros. Okay. Wir haben gegen Rizeros mehrere Optionen. Wir können mit Energieball, oder nee, der Gigasauger eine Vierfach-Effektivität erzielen. Weil Pflanze sowohl gegen Gestein als auch gegen Boden sehr effektiv ist. Stony fällt weg. Der könnte Erdbeben machen, wäre Zweifach-Effektivität. Kampf könnte man machen, wäre auch Zweifach-Effektivität. Wasser wäre ebenfalls viermal effektiv. Allerdings ist ja Surfer Spezial und Garados ist ein besseres Angriffs-Pokémon. Somit bleibt Gengar, weil ja Gigasauger eine Spezialangriffsattacke ist und Buhu einen hohen Spezialangriff hat. Also rein von der Logik her erzielen wir die höchste Angriffskraft mit Gigasauger von Buhu, auch wenn es keine Step-Attacke ist. Und die Frage ist, reicht das? Eigentlich sollte es reichen. Ja, weil der Vierfach-Effektivität ist eigentlich schon der Hammer. Also da gibt es nichts anderes. Da hatte ich jetzt halt grundlos Bedenken. Gegen Simsala allerdings bin ich aufgeschmissen. Nee, bin ich nicht. Ich habe doch eine Geisterattacke. Haha. Jetzt dachte ich, ich hab nix, aber ich hab schon was. Aber Simsala ist halt schon die Härte. Vor allem in der ersten Generation war der verdammt stark. Auch noch in der zweiten, aber... Gut, in der dritten jetzt nicht mehr. Deswegen denke ich auch, dass er es nicht überlebt. Super. Nice. Und wow, wir schaffen es hier locker, hey. Super. Aber wir gehen halt auch super, ja, wir haben hier super gesagt. 3-4 Mal, ne? Echt professionell. In Deutschland sind es 5. Wir gehen halt auch super professionell vor, jetzt schon wieder. Weil wir immer auf die Effektivität achten. Jetzt kommt Arcani. Da darf Terminator jetzt mal ran. Mit seinem Erdbeben. Ich hätte natürlich jetzt auch Garados wählen können, aber Garados kam schon so oft zum Einsatz. Rizeros möchte auch mal zeigen, was es kann. Mit, wie gesagt, Erdbeben. Flammwurf wird mich nicht arg verletzen. Doch, what the fuck? Ein Volltreffer. Was geht? Scheiße, ey. War ich gerade geschockt, ey. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil das ist eine Viertel-Effektivität oder so ein Schmarrn. Oder halb. Und der hat den Erdbeben weggesteckt? Was zum Geier? Okay, wir gehen kein Risiko ein. Ich werde mich heilen. Ich
glaube zwar nicht, dass er nochmal einen Volltreffer erzielen wird und er kann mich nur damit besiegen, aber sicher ist nun mal sicher. Ne, hier, Top-Trank. Ja, wird schon passen hier. Er heilt sich auch. Okay, das macht es natürlich interessanter. Wisst ihr was? Wir versuchen den jetzt zu one-hitten und zwar mit Hornbohrer. Vielleicht klappt's ja. Take that! Ah, er ist schneller. Komm schon, Rätsel, was du triffst. Du triffst. Goddammit. Ach so, oh Gott, ich bin ein Trottel. Tut mir leid, ich bin ein Trottel. Ich bin auf einem niedrigeren Level. Hornbohrer kann gar nicht treffen. Das kann nicht. Man muss ein höheres Level haben. Entschuldigung, ich bin der Depp. Ja, ich weiß. Ich bieg's wieder gerade. Erdbeben. Der macht jetzt nochmal seinen Flammenwurf. Ja gut, hab Spaß. Verbrenn mich ruhig. Volltreffer kriegst du nicht nochmal. Aber verbrennen kann er mich. Egal, mit der Top-Genesung ist die Verbrennung weg und wir haben wieder alle Leben. Passt schon. Mann, ich muss ein bisschen mehr vorher überlegen. Bisher war alles super und warum findet ihr es nur so wenig? Ach so, stimmt, scheiße, die Verbrennung hat ja auch noch als Nebeneffekt, dass mein physischer Angriff halbiert wird. Verdammt, ey, jetzt hat er aber auch echt Glück, der Typ. Gut, dann machen wir eben jetzt den verdammten Top-Genesungseinsatz. Eieiei, das kommt aber jetzt alles zusammen hier. Wegen einem Fehler, aber sieht man einfach mal, dass man bei Pokémon alles richtig machen muss. Ansonsten ist die Scheiße am Dampfen. Ah, kriegt er schon hin hier. Wird mich immer abfackeln, oder? Gut. So, jetzt ist Schluss. Steinhagel könnte man auch machen, trifft aber seltener. Und hat auch weniger Kraft als Erdbeben. Und auf beides wäre Step drauf. WTF. Schon wieder hat er einen Volltreffer erzielt. Ich glaube, der Typ ist irre. Hau ab, Mann! Und das sollte jetzt eigentlich reichen. Akani hat mir viel Ärger gemacht, aber es ist Schluss. So. Jetzt kommt natürlich Turtok, das war mir schon klar. Da muss ich natürlich jetzt hundertprozentig wechseln. Und zwar zu Benny. Wenn der mir eine Hydro-Pumpe draufhaut, bin ich sowas von weg. Vierfache Effektivität, ob ich würde schon eine Aquaklare rein oder Blubber oder sowas. Der ist Vektor. Ja. Mach mal Donnerwelle. Ich glaube zwar, dass der Donnerblitz ausreichen würde, aber... Versuchen wir es erstmal mit Paralyse. Er konnte die Paralyse überwinden und hat mit Hydro-Pumpe getroffen. Ich hoffe nicht, dass das noch einmal geschehen wird. Oder vor allem hoffe ich primär, dass Donnerblitz rausreichen wird. Ja, rausreichen. Er wird ausreichen. Komm. Er reicht tatsächlich nicht aus. Aber die Attacke geht auch daneben. Hat ja auch nur eine Genauigkeit von, lass mich lügen, ich glaube... 75%, 85%? Ne, 85 war Feuersturm, glaube ich. 75. Bin kein Spezialist. Viele von euch werden es wissen. Könnt ihr auch in die Kommis schreiben. Caleb wird sich auch denken, oh, Trottel. Ja, tut mir leid. Man kann nicht alles wissen. Donnerblitz reicht diesmal. Selbstverständlich. Komisch, dass er keinen Trank eingesetzt hat. Aber muss er wissen. Jetzt kommt Kokowai. Da können wir super agieren, wenn wir mit Geilkind angreifen. Bohrschnabel würde auch reichen. Aber ich bin ja immer so ein Freund von jeder darf mal ran. Gut, Relaxo kam jetzt bei mir nicht dran. Ich weiß nicht, ob er bei den anderen dreien gekämpft hat oder zwei. Mit mir sind es ja drei. Bei mir hat er jedenfalls keinen Platz gefunden. War eben auch nur immer unser Ausweich-Pokémon. Das sollte reichen. Wir haben Kugel groß und ganzen mit Siegfried recht episch besiegt. Man hat gesehen, mit einem Team, das gut gelevelt ist, nicht overlevelt, sondern mehr oder weniger auf Liga-Niveau, sogar ein bisschen darunter, mit vielen, vielen Typen, verschiedenen Attackentypen, verschiedenen Pokémon-Typen, kann man super taktisch agieren. So muss man Pokémon spielen. Ein großes Lob an die anderen beiden, die die Pokémon sehr gut trainiert haben, super Attacken beigebracht haben, natürlich mit der Hilfe von unseren Spezialisten, also mehr Caleb, bisschen ich. Pokémon sucht dies mehr oder weniger, sucht dies nur Caleb, ich bin Spieler. Ja, wir zusammen haben es noch ganz gut hingekriegt, aber es ist noch nicht vorbei, Leute. Es kommt noch was. Ich sag noch nicht was. Aber es kommt noch viel. Es kommen noch einige Parts. Und es gibt auch nochmal ein Liga-Rematch. Also die Pokémon-Liga wird nochmal um einiges schwieriger. Das war bis jetzt nur die Softie-Version. Aber zuvor kommen wir noch zurück auf die Inseln. Das kann ich schon mal sagen. Es kommen neue Inseln hinzu. Und dort gibt es neue Abenteuer, neue seltene Pokémon.
neuer starke Trainer und. Jetzt gibt es aber erstmal das Lob von Professor Eich, der sich freut, dass wir Pokémon Liga Champion wurden. Und da halte ich jetzt die Fresse. Du bist der neue Champion der Pokémon Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Glumanda auf den Weg gemacht hast, Sekonas. Du bist schon viel erfahrener. Google, du hast mich sehr enttäuscht. Oh ja, mich auch. Das neue Design ist scheiße. Die Abo-Box fehlt. Ich kann Galkan, Lesblemarkus und Rubinischara gar nicht mehr richtig verfolgen. Was soll der Scheiß? Ich will mehr Parts. Ja, du auch, Sekonas. Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich, Sekonas. Folge mir. Ich zeige dir, wo versteckte Uploads sind, die noch nicht freigeschaltet wurden. Herzlichen Glückwunsch, Sekonas. Das hier ist ein Computer, auf dem Galkind, Lesblemarkus und Rubinischara alle ihre Parts speichern, bevor sie sie auf YouTube uploaden. Du kannst sie demnach schon vorher ansehen. Vor allem Galkind hat von ein paar Let's Plays noch einen Haufen Vorrat und Lesblemarkus hat ab Sicherheit, wobei alle haben viel. Ja, sind Suchtis. Die haben zu viele Parts aufgenommen, die kannst du dir jetzt alle angucken. Nun, die Pokémon-Liga war eine tolle Herausforderung, aber das war noch nicht alles. Du wirst die Welt noch erkunden, aber du kannst dich erstmal in der Ruhmeshalle verewigen. Du bist der Erste, der es geschafft hat, Elpea unter Druck zu bringen. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Nein, wir laden natürlich hoch, wenn wir wollen. Und das ist alles nur Scherz. Ziggy, I like you. Wie gesagt, ich will dich mal im Real Life treffen, Alter. Also so ein Live-Interview. Ich fast bezahlen für, ne? Das ist unser Team. Gengar, Zapdos, Relaxo, Gardos, Rizeros und Glurak. Mit denen haben wir es zumindest bis hierhin geschafft. Es geht, wie gesagt, noch weiter. Die Credits und den Shit werde ich überspringen, weil es ja, wie gesagt, noch nicht beendet ist. Und ich kann euch schon mal sagen, in den letzten Parts, das werden die Liga-Rematches sein, werde ich mit meinen Kumpanen die Liga gemeinsam machen. Also wir werden einen Komfi aufmachen, die Liga dann gemeinsam schaffen und am Ende im letzten Part auch gemeinsam ein Fazit zu dem Spiel abgeben. Das habe ich jetzt halt mal so beschlossen, weil wir es jetzt bei dieser Liga nicht gemacht haben. Da haben wir jetzt halt wieder einzelne Parts hochgeladen. Die Liga-Rematches werden dann aber besonders sein. Ja, und deshalb cutte ich in diesem Moment, denn die Credits sehen wir dann eben erst im wirklich letzten Part. Bei Rubinischara geht es dann weiter mit Pokémon Feuerrote Edition.